Nach einem Zwischenfall in einem überfüllten Linienbus behandelt Frederik Seehauser eine verletzte junge Frau, die eigentlich mit ihrer Kollegin zur Arbeit fahren wollte. Hallo. Hallo. Sie schauen so traurig, Sie gehören dazu? Das ist meine Arbeitskollegin, ja, Caro. Okay, die Frau Busch. Ganz genau. Okay. Warten Sie ganz kurz hier, gegebenenfalls hole ich Sie gleich dazu. Ich frage mal ganz kurz, ob das in Ordnung ist. Verschaffen wir kurz einen Überblick und dann melde ich mich bei Ihnen. Ne? Okay. Frau Busch war einer der Patienten, die aufgrund eines Busunfalls bzw. aufgrund eines Tumultes in einem Bus zu uns in die Notaufnahme gekommen ist. Sie war aber nicht die einzige Patientin, es sollten noch einige weitere Patienten aus diesem Bustumult zu uns kommen. Frau Busch, können Sie sich irgendwie an den Unfall noch erinnern? Wissen Sie noch ein bisschen was davon? Ich bin in den Bus gestiegen. Ich habe meine Arbeitskollegin, die Nathalie, verloren. Und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Es war halt mega voll. Ich wollte aussteigen und da ging alles plötzlich ziemlich schnell, ne? Zack, lag ich da. Erinnerungslücken haben wir großartige nicht. Nee, es war halt einfach voll laut. Ich wollte raus und... Voll laut war es auch noch. Okay. Drin steht noch, dass sie schwarz vor Augen geworden ist? Genau. Ich habe scheinbar ein bisschen zu wenig gegessen. Okay. Kommt das häufiger vor bei Ihnen, dass sie schwarz wird vor Augen? Nee. Okay. Grunderkrankung, sonst irgendwas? Nichts bekannt. Darf ich die Arbeitskollegin mal reinholen? Mhm. Weil die wartet da so drauf. Wir können in 2-3 Minuten noch rüber. Okay, super. Kommen Sie ruhig rein. Dann schauen wir uns das Knie mal an. Das sieht schon echt nicht so rosig, will ich, kein Problem. Rosig sieht's aus, aber damit meine ich die Farbe und nicht unbedingt, dass es gut aussieht. Ach Gott. Durch das Rettungsteam, aber auch durch die eigene Blickdiagnose bin ich schon relativ voreingenommen an die Knieuntersuchung gegangen, denn das war so blau, stark geschwollen und verfärbt, dass man hier tatsächlich von der Fraktur ausgehen musste. Also, ich kann jetzt schon mal gleich sagen, das Knie lässt sich wenig mobilisieren und wir haben ein deutliches Hämatom. Ich denke mal, im Röntgen werden wir hier abklären müssen, ob eventuell nicht sogar was gebrochen ist, Frau Busch. Ne? Dann werden Sie mit dem Pfleger Tobi fahren. Die verletzte Caro nimmt normalerweise nie den Bus. Und das aus einem ganz speziellen Grund, den die 31-Jährige bislang niemandem anvertraut hat. Heute jedoch hat die junge Rheinländerin ihre Gewohnheit erstmals geändert. Auf Drängen ihrer Kollegin. Ich sollte Ihnen da vielleicht noch was sagen. Okay. Caro ging schon vor der Busfahrt nicht gut. Ja, sie sagt, sie hat so ein bisschen wenig gegessen. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat. Ich habe sie zum Busfahren überredet. Wir sind zusammen im Labor für Nachhaltigkeitsforschung. Wir sind Kolleginnen. Und sie fährt immer mit dem Auto. Und ich habe ihr gesagt, das geht nicht. Ja, man muss ein bisschen umweltbewusster sein. Und ich habe sie heute dazu bekommen, mal mit mir in den Bus zu steigen nach der Arbeit. Und sie war auf dem ganzen Weg dahin schon blass und hat nicht viel gesagt. Und ich habe sie gefragt, was mit ihr los ist. Sie sagte, sie hätte schlecht geschlafen. Ja. Wir sind dann eingestiegen, der Bus war voll. Ich habe sie aus den Augen verloren und dann wurde es laut und trubelig und dann ist es auch schon passiert. Dann lag sie schon da. Ja. Gerade als wir Frau Busch zur radiologischen Untersuchung bringen wollten, hatte ihre Arbeitskollegin eine ganz wichtige Information für mich, dass Frau Busch schon etwas auffällig war, bevor sie überhaupt den Bus bestiegen haben. Das passt eigentlich ganz gut in das Bild, dass sie am Tag vielleicht sich nicht richtig ernährt hat und zu wenig getrunken hat und eventuell dehydriert war, es zu einer etwaigen Mangelversorgung kommen. Das war aber nicht der Grund für den Sturz. Ich zeige Ihnen trotzdem, wo Sie warten können. Ich danke Ihnen schon mal für die Info. Setzen Sie sich am besten gleich hier hin. Okay. Kollegin Nathalie hatte ein schlechtes Gewissen, weil Caro nur ihretwegen ausnahmsweise den Bus genommen hatte. Aber es gibt noch weitere Fahrgäste, die ärztliche Hilfe benötigen. Darunter eine junge Parfümerieangestellte, die in der Notaufnahme für Aufruhr sorgt. Wirklich nur noch Ungeduld. Der Doktor, der müsste jetzt, aber da ist er ja auch schon. Kommt zur richtigen Zeit. Ja, Stimmung ist super. Ja, es tut so weh und ich warte die ganze Zeit hier. Bitte nehmen Sie mich als Nächstes dran jetzt. Ist sie denn die Nächste? Sie ist die Nächste. Okay. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Super. Frau Zender, dann können Sie einmal bitte mitkommen. Frau Zender hat sich sehr aufgeregt. Sie hatte etwas warten müssen. Sie wurde halt laut und wollte natürlich so schnell wie möglich versorgt werden. Kann ich auch verstehen, gerade bei einer blutigen Verletzung am Ohr. Wenn Blut im Spiel ist, können die Patienten das eh immer schlechter einschätzen. Ihr wurde der Ohrring ausgerissen. Ich bereite schon mal was zum Desinfizieren vor. Wie ist das passiert? Ja. Ich war im Bus, wie immer auf dem Weg. Ah, okay, Sie sind auch eine der Leidtragenden genau. von diesem Tumult im Bus. Ja. Okay, habe ich schon gehört. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, ganz normal wie immer. Der Bus war wie immer natürlich total überfüllt. Ja. Und dann wurde es auf einmal total unruhig. Dann war da so eine Bekloppte, total hektisch unterwegs. Ich habe ihr schon 5-mal gesagt, sie soll bitte aufpassen, wo sie hintritt. Ja. Sie hat mich einfach ignoriert, hat teilweise die Augen zugemacht. Oh ja, das suppt aber ganz schön, ne? Ja. Ist doch nicht das erste Taschentuch höchstwahrscheinlich. Ja, guck mal, schau mal. Schon die ganze Zeit. Wir haben ja hier 2 Flächen. Das ist richtig ausgerissen, ne? Ja. Darf ich mal einmal?
Und ist sie dann wahrscheinlich hängen geblieben oder wie? Nein, die ist einfach an mir vorbeigerannt und hat mir grundlos den Ohrring rausgerissen. Mhm. Gibt's doch gar nicht. Natürlich super ärgerlich, aber das muss auf jeden Fall genäht werden. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Also nee, ich habe die gerade erst stechen lassen. Ja, hilft ja nichts. Aber so können sie jetzt auch keinen Ohrring mehr tragen. Da muss was gemacht werden. Wegen dieser Bekloppten, ehrlich. Kannst du mir ein bisschen Lidocain aufziehen, damit wir das noch ein bisschen machen können? Ja. Super. Den gebe ich Ihnen schon mal zurück, den brauche ich nicht. Schön. Und Sie haben gesagt, die haben sich gerade erstechen lassen? Ja, genau. Vor 5 Tagen. Okay. Weil mir ist nämlich halt schon beim Reingehen aufgefallen, hier wurde ich Ihnen hier drin auch gezogen, oder? Nee, der war schon die ganze Zeit eigentlich so. Okay, da ist gar nichts traumatisch passiert jetzt gerade. Das war schon vorher? Genau. Also ich bin jetzt kein Experte im Ohrenschmuck. Mir, kannst du mal kurz auf die Seite mitkommen? Schau dir das mal an. Wie gesagt, die sind vor 5 Tagen gestochen worden, ne? Ui, ja. Das sieht doch entzündet aus. Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie die vor 5 Tagen, da müssen doch Medizinstecker rein. Ja, die fand ich jetzt ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich entschieden, da direkt meine Lieblingsohrringe anzuziehen. Ja, das ist natürlich nicht der Sinn, ne? Nee. Normalerweise sollten dann auch in dem Fall Medizinstecker verwendet werden, um halt Infektionen vorzubeugen. Dann sollte man halt darauf achten, wenn sie frisch sind, dass man die regelmäßig desinfiziert und dann auch nicht mit den Fingern gerade dran fasst, weil gerade an den Fingern haben wir die häufigsten Bakterien. Das muss raus und das muss auch desinfiziert werden. Genau. Willst du es nebenbei gleich ein bisschen, damit wir quasi gleich parallel arbeiten können? Also nicht erschrecken, das ist eine Spritze, hier ist ein lokales Antibiotikum. Damit werde ich den Wundrand ein bisschen unterspritzen, damit das gleich beim Einstich ich frei arbeiten kann und sie nicht immer zucken. In Ordnung? Okay. Bei solchen Verletzungen wie zum Beispiel bei einem ausgerissenen Ohrring, da muss man eigentlich schon sehr präzise arbeiten und auch gründlich. Da reicht nicht ein einfacher Verband und ein Pflaster. Denn das sind wirklich dann zwei richtig eigenständige Hautlappen, die wieder neu zusammengeführt werden muss. Und auch um ein ästhetisch-kosmetisch ansprechendes Ergebnis am Ende zu erzielen, sollte hier eine feine Naht verwendet werden. Okay. Machst du alles fertig? Und dann sage ich jeder Dame. Ich räume mir auf. Bitte schön. Gute Besserung. Dankeschön. Wo Sie gleich hin können. Ich muss dann noch einen Brief diktieren, den kriegen Sie dann aber geschickt an Ihre Adresse. Mhm. Ist kein Problem. Die am Knie verletzte Caro hat derweil die Röntgenuntersuchung hinter sich und befindet sich auf dem Rückweg in den Schockraum. Doch dann kommt es zu mir klar, als Pfleger Tobias mit der 31-Jährigen den Empfangsbereich der Notaufnahme durchquert. Das ist doch die Verrückte! Das ist genau die, die mich verletzt hat! Sie war alle schuld! Sie hat den Ohrring ausgezogen! Ich hätte sie gerade gemacht! Okay, jetzt beruhigen Sie sich mal ein bisschen, ne? Das ist alles, in Ordnung mit Ihnen? Frederik, ich glaube, Bleiben Sie mal bitte ganz kurz ruhig. Ja, ich habe gemerkt, dass es der Frau Busch so schlecht ging, dass ich sie sofort aus der Schusslinie nehmen musste. Weil sie fing an zu hyperventilieren, hatte schon die Arme so ein bisschen hochgenommen. Und wenn jemand gerade hyperventiliert, hat er das Gefühl, dass er keine Luft bekommt. Wichtig ist, denen eine kleine Tüte vor den Mund zu halten, irgendetwas, damit sie anfangen, auch mehr CO2 einzuatmen, weil sie eben zu viel ausatmen und damit eben dann dieses Gefühl haben, auch zu ersticken. Einmal ruhig. Ganz langsam, tief durchatmen. Schön langsam. Schön ruhig. Okay, ganz ruhig. Fingertipp dran, brauchen wir eine Verkabelung? Ja, der liegt da vorne. Okay, ganz ruhig. Okay, ganz ruhig, atmen. Ganz ruhig. Nee, das sind nur meine Hände, nicht wegschlagen. Okay, alles gut. Okay. Bei einer Panikattacke werden viele Mechanismen zur gleichen Zeit im Körper in Gang gesetzt. Hier sollte es eigentlich zu einer Fluchtreaktion kommen. Die war bei der Frau Busch aber gar nicht möglich. Sie konnte aus der Situation nicht ausweichen. Was diesen ganzen Attacke noch viel schlimmer machte. Und relativ schnell habe ich bemerkt, dass die Dame mit dem ausgerissenen Ohrläppchen hier ganz klar der progressive Auslöser war. Frau Busch, was war denn gerade los? Waren Sie ein bisschen nervös? Das sah mir aus so ein bisschen wie so eine Panikattacke. Kannten Sie diese Frau? Nee, für mich war die vollkommen unbekannt. Okay. Also ich kann das ein bisschen erklären. Die war auch in einem Bus. Ah. Und die war etwas echauffiert über die Ohrringe, weil sie bei ihrem Sturz das Ohr doch ein bisschen ausgefranst hat. Ein bisschen aus Versehen halt ans Ohr gekommen. So, ne? Ja gut, das ist vielleicht... Warum hatte ich das so mitgenommen? Die war aggressiv, ja, aber was hat das in dir ausgelöst? Ich kenne die Situation halt schon. Was, Sie kennen das schon? Was war denn los mit dir? Das ist einfach der Grund, weshalb ich gar nicht mit Bus fahre. Weshalb ich immer aufs Auto zurückgreife und ich mich auch von Menschenmassen und irgendwelchen Kantinen essen gehen und alles fernhalte, weil ich das einfach nicht kann und nicht will. Und ich seit meinem Vorfall, als ich auf einem Festival war, kann ich das einfach nicht mehr. Und ich möchte keine Menschenmengen und ich kann kein Schreien. Was ist denn da passiert auf dem Festival?
Ich bin damals beim Festival gestürzt und dann lag ich halt auf dem Boden, habe meine Freunde verloren und da sind alle auf mir herumgetrampelt, es war unheimlich laut. Und seitdem, das hat sich so schlimm angefühlt, mir wurde schwarz vor Augen, ich hatte einfach Panik. Ich hatte gedacht, ich sterbe, irgendwas passiert mir. Gerade wenn die Patienten Todesängste verspürt haben, wie es eben bei Frau Busch der Fall war, verbinden diese natürlich ähnliche Ereignisse oder ähnliche Situationen mit dem damaligen Trauma. Das heißt, im Fall von Frau Busch waren es laute Schreie, Menschenmassen, größere Ansammlungen, die sie ganz klar an dieses Erlebnis erinnert haben und dann zu sehr starken körperlichen Reaktionen geführt haben. Natürlich nachvollziehbar. Das habe ich nicht bewusst, Caro. Das tut mir so leid. Ich hätte dich doch nie gezwungen, mit mir Bus zu fahren. Ich habe auch noch nie darüber gesprochen, weil es mir auch einfach unangenehm ist. Es ist mir peinlich. Wenn ich das gewusst hätte, das hättest du mir sagen können. Sonst hätte ich dich auch nicht so oft gefragt, mit uns was zu unternehmen, essen zu gehen, wenn ich gewusst hätte. Ich hatte jetzt schon länger keine Panik. Attacken mehr. Und ich dachte auch einfach, dass es jetzt besser ist und irgendwie weg ist und habe gedacht, ich probiere es mal. Und naja, durch meinen Job habe ich auch gedacht, es wäre sinnvoller, mal auf den Bus umzusteigen. Aber es funktioniert einfach nicht. Vielleicht holen Sie sich da noch mal Hilfe. Ja, da müssen wir auf jeden Fall da so einen Ansatz finden. Verhängnisvoll wird es immer dann, wenn man sich nicht öffnet und in Therapien begibt und diese Panikattacken sich immer mehr manifestieren. Weil dann kann es wirklich zu einer Panikstörung kommen und diese Panikstörung beschreibt eigentlich den Zustand, dass man Angst vor einer möglichen Panikattacke hat und diese Panikattacke begründet eigentlich eine Angst vor einem erworbenen Trauma. Und dann lag das auch nicht daran, dass sie ein bisschen wenig gegessen haben und getrunken haben, sondern sie wussten wahrscheinlich, woran es lag, ne, Frau Busch? Und das passt auch zu dem Muster, was die Dame erzählt hat. Nichtsdestotrotz, ich meine, das erklärt jetzt einiges, aber wir haben ja eine Grundproblematik, warum Sie hier hingekommen sind. Die Abschürfung in Händen, das verheilt von ganz alleine, Frau Busch, glauben Sie mir. Das Problem ist, die Kniescheibe, ja, die ist wie so ein Kraftüberbrückungsträger im Kniebereich. Und die hat einen ganz schönen, sag ich mal, Schlag mitbekommen bei Ihnen. Die ist auch angeknackst. Da sehen wir eine Fissur, also einen leichten Bruch drin, der ist nicht ganz durchgängig. Das Ganze jetzt abzukürzen, operiert werden müssen Sie nicht. Ach Gott, okay. Sie bekommen aber eine Schiene die das Ganze schützt. Und Sie müssen natürlich, wir werden das konservativ behandeln, etwas schonen. Sie werden auf Unterarm-Gehstützen zurückgreifen müssen. Und Sie müssen auch auf Hilfe wahrscheinlich im Alltag zurückgreifen. Ja? Und das andere, wie es der Tobi schon gesagt hat, wir können ja sicherlich Kontakte erstellen, auch hier in der Klinik. Aber Sie sehen ja, das kann im Alltag immer wieder passieren, auch wenn es vielleicht mal Jahre gibt, wo das nicht so ist. Ich brauche Hilfe, ja. Sie sehen ja, solche Situationen, das kann ja richtig schlimm ändern. Und Sie haben, muss ich ehrlich sagen, ganz schön für Tumult gesorgt in dem Bus, ne? Ich würde ganz gerne Sie vielleicht für eine Nachtsüberwachung hier behalten. Ist das okay? Ja? Vielleicht, wenn Sie sich um ein paar Sachen kümmern könnten, das wäre ganz gut. Und dann schauen wir mal, wie es Ihnen morgen früh geht. Normalerweise könnte man Sie auch schon so entlassen. Aber ich denke mal, nachdem wir das gerade vor der Tür gesehen haben, war das heute alles ein bisschen viel. Am folgenden Morgen hat Caro die Klinik verlassen. Die Kniescheibenverletzung ist problemlos verheilt. Und dank regelmäßiger Krankengymnastik war die junge Laborantin bald wieder mobil. Gemeinsam mit einem Psychologen arbeitet die 31-Jährige an ihren Panikattacken. Und zur Arbeit fährt sie jetzt weder mit dem Auto noch dem Bus, sondern mit dem Rad.